Heute sprechen wir wieder über Yu-Gi-Oh!-Karten, die eigentlich ziemlich gut sind, die aktuell aber keiner spielt. Und wir fragen uns, warum ist das so? Starten wir rein mit der ersten Karte, Danger Bigfoot. Und ich habe jetzt mal Bigfoot stellvertretend für alle Danger-Monster jetzt hier drin. Die waren, by the way, ein TCG-Exclusive-Archetype, das heißt, nur wir hier im TCG hatten den Zugang zu diesen Karten und die waren schon krass, als sie rausgekommen sind. Für alle, die gar keinen Plan haben, was Danger Monster überhaupt tun. Ihr könnt die Karten vorzeigen in eurer Hand und sagen, hier, Danger Monster, nehmt die wieder zurück. Euer Gegner will zufällig eine von euren Karten auf der Hand, mit dem Würfel meistens. Und dann wird die Karte, die genommen wurde, discarded. Und wenn das nicht das Danger Monster gewesen ist, was ihr gerade vorgezeigt habt, dann könnt ihr die Spezialbeschwören und eine Karte ziehen. Diese ganzen Danger Monster haben Effekte, wenn die auf den Friedhof gelegt werden, wenn die discarded werden. Der Grund, warum die aber so gut waren, ist, dass fast jedem Deck konstanztechnisch extrem weitergeholfen hat. Denn es gibt eine Karte, die heißt Upstart Goblin, die hier, die ist auf 1, weil die uns eine Karte ziehen lässt. Die Danger Monster konnten das inheren. Die hatten einen Buddy auf dem Feld, konnten eine Karte ziehen und wenn ihr noch mehr davon habtet, konntet ihr noch mehr Karten ziehen. Also in Decks, wo wir mehr Karten ziehen wollten und Karten im Friedhof für uns komplett irrelevant waren, waren die halt unglaublich gut. Die Frage, die wir uns jetzt halt stellen, ist, warum ist das jetzt nicht mehr so? Wir hatten Danger bis vor einem Jahr noch in einem Format. Da kam Tierlements raus und dachten, oh, Tierlements mit den Karten macht ja super viel Sinn. Das Problem, was wir aktuell haben mit den ganzen Danger-Karten ist, die Karten, die wir discarden möchten, mit den Danger-Karten, sind natürlich krass, aber es gibt Karten, die wir nicht discarden möchten, die unsere Spielcharter sind, die für die Non-Engine wichtig sind, um halt in den Sport zu brechen. Das heißt, die Karten sind, wenn ihr First geht, an sich vollkommen okay. Weil wenn ihr anfangt, dann ist es Bums, was ihr discardet, denn ihr könnt quasi dann spielen, ne? Kriegt mehr Karten und könnt quasi Karten auf dem Feld verteilen. Wenn ihr allerdings Second geht, ist es halt so, dass wir manche von den Non-Engine-Karten brauchen und die möchten wir nicht discarden. Das heißt, wir müssen dann entscheiden, möchten wir erst die Non-Engine-Karten benutzen und dann die Danger-Monster. Und dann haben wir meistens zu wenig Karten auf der Hand, dass die Danger-Monster sinnvoll genutzt werden können, um halt wirklich Karten zu ziehen. Dann kriegen die meistens ihre Effekte, wenn die discardet werden, was cool ist, aber es hilft uns nicht, im Game zu bleiben. Und das war und ist der Grund, warum wir die Danger-Karten aktuell sehr, sehr wenig sehen. Ich würde jetzt nicht sagen, dass die gar keiner spielt, denn logischerweise ist Dark World ein Themendeck, was logischerweise davon profitiert. Aber es ist jetzt keine Kartengruppe, die jetzt wirklich krass im Meta stattfindet. Und das ist so ein Punkt, der sehr, sehr komisch ist, weil als damals 2019 Danger Monster rausgekommen sind, waren die halt wirklich überall. Ein paar von denen mittlerweile ja auch limitiert und auf 2 und auf 1, ne? Krass, aber die spielt aktuell halt keine Sau. Falls euch so eine Art von Video gefällt, lasst mir gerne mal ein Like dafür das Video, dann mache ich sowas für euch in Zukunft häufiger. Die nächste Kartengruppe finde ich persönlich noch viel verwunderlicher, dass die aktuell keiner spielt, weil die wirklich echt gut sind. Und das sind die Adventure-Karten. Wir haben, als die Adventure Engine rausgekommen ist, alle gesagt, oh mein Gott, das ist so krass, wir müssen da was bannen, das ist zu gut. Jedes Endboard kann durch eine Gate durchspielen und ihr könnt dann quasi einfach spielen. Und das hat sich auch nicht geändert. Die Adventure Engine ist eine unglaublich gute Engine. Wenn ihr nicht wisst, was die Adventure Engine ist, hier einmal ganz kurz die Zusammenfassung. Ihr habt einmal die Karte hier, die Enchantress. Die könnt ihr vom Friedhof oder von der Hand verbannen und könnt euch einmal diese Karte der Hand hinzufügen. Diese Karte beschwört einen Token mit 2000 ATK und 2000 Dev aufs Feld. Und gleichzeitig kann die diese Karte hier aufs Feld setzen. Die Fähigkeit hat, wenn ein Monster normal spezial beschworen wird, können wir uns eine Equip-Zauberkarte auf unserem Deck auf die Hand nehmen, was meistens Dracoback ist. Dracoback, coole Karte. Dann hat Fateful die hier aber noch einen anderen Effekt, denn die kann einmal pro Spielzug uns eine Karte, die Adventure-Token im Kartentext erwähnt, auf die Hand nehmen und dann müssen wir eine Karte auf den Friedhof legen. Dann legen wir die Karte hier auf den Friedhof, nämlich Dracoback. Und Dracoback hat die Fähigkeit, wenn die auf den Friedhof gelegt wird, können wir die auf ein Monster equippen, was wir kontrollieren, was ein legales Target. Heißt, wir können die an unser Token equippen. Dann haben wir quasi unsere Karte auf Hand, die wir free specialen können. Wir suchen entweder Griffin oder wir suchen den Illegal Knight. Beides valide Targets. Den Griffin werdet ihr deutlich häufiger sehen, denn der Griffin hat die Fähigkeit, wenn wir einen Adventure-Token auf dem Feld kontrollieren und der Gegner aktiviert einen Karteneffekt, können wir den Effekt annullieren und die Karte wieder ins Deck zurückmischen. Das klingt jetzt alles ziemlich viel. Relativ einfach erklärt ist, wenn ihr die Kartengruppe aktiviert, dann kriegt ihr in eurer Runde einen Omni-Negate, den ihr relativ schnell aufs Feld bekommen könnt. Warum spielt das aktuell kaum jemand? Die Engine, auch wenn es blöd klingt, ist echt ganz schön groß, denn wir brauchen halt dreimal Aramisir, wir brauchen dreimal die Water Enchantress, ein Dracoback, das sind schon mal 7 Karten, dann brauchen wir Fateful, das sind 8 Karten und ein Target in der Regel. Man spielt noch 2, aber 1 ist in der Regel. Das heißt, wir spielen 6, 7, 8, 9 Karten. Das sind 9 Karten, die wir theoretisch mit 9 Handtrips auffüllen könnten. Was in manchen Formaten einfach deutlich besserer Platz ist. Denn ihr werdet logischerweise nicht immer anfangen. Die Adventure Engine, wenn ihr Second geht, auch gar nicht schlecht. Das einzige Deck, was aktuell noch wirklich eventuell spielt, Scareclaw. Und Scareclaw auch nicht mit den bestmöglichen Varianten. Es wird gespielt, das ist auf jeden Fall auch keine schlechte Engine. Aber das ist so das einzige, wo es wirklich so richtig zu Hause gefunden hat. Es gibt auch noch ein paar Varianten, die spielen das in Plunder. Aber das persönlich
ist kein Deck, was fürs aktuelle Meta relevant ist. Yu-Gi-Oh! Hat es geschafft, dass seine Engine, die 9 Karten klein ist, die euch ein Omni-Negate in der ersten Runde aufs Feld kriegt, Powercrap wurde, dass die Leute das nicht mehr spielen, weil sie lieber andere Karten in ihrem Deck hätten, an der Stelle von der Adventure Engine. Was ich persönlich ziemlich krass finde, aber verständlich, wenn ich mir die heutigen Decks so angucke, was sie tun, braucht ihr das nicht unbedingt. Und ein ganz wichtiger Punkt ist auch, dass die Adventure Engine dir verbietet, die Effekte von normal beschworenen Monstern zu aktivieren. Was je nach Deckstrategie auch ein bisschen blöd sein kann. Manchmal ist es auch so, ihr habt einfach zu viele Monster auf dem Feld. Weil ihr habt halt das Token und das andere Monster. Das heißt, ihr habt noch 4 Zonen frei, mit denen ihr spielen könnt. Und das reicht manchmal einfach nicht, um halt das Board aufzubauen, was ihr aufbauen möchtet. Und deshalb ist die Adventure Engine so ein bisschen weniger aktuell im Meta verfügbar. Die nächste Karte, die aktuell keiner spielt, ist die Karte hier. Und das ist einmal Regulus. Und ich nehme jetzt mal die ganze Engine hier zusammen. Das einzige Deck, was die Engine noch spielt, ist Rikaras Sun Avalon. Sind unglaublich gut. Wir haben ein ähnliches Problem, wie das mit den Adventure-Karten ist. Wir kriegen mit Regulus ein Negate. Das ist ziemlich gut. Wenn wir das als Engine spielen, brauchen wir extrem viele Karten, um das halt machen zu können. Deshalb wird das jetzt nicht so viel gespielt. Und Regulus als einzige Karte. Blöd, weil ihr braucht ein Maschinenmonster in eurem Friedhof, damit ihr das spielen könnt. Das heißt, so generisch ist das nicht. Das heißt, ihr müsst dann quasi neben Regulus andere Karten spielen, damit ihr Regulus auch beschwören könnt. Manchmal habt ihr natürlich Glück und ihr habt Regulus im Friedhof und habt einen zweiten in der Hand. Dann könnt ihr den Regulus im Friedhof wählen und den nehmen. Ihr braucht eine Engine in eurem Deck, die relativ viel Platz einnimmt, die ihr mit generischeren Karten sinnvoller füllen könntet. Und ein einfach Omni-Negate im aktuellen Spiel, ja, cool. Der macht leider nicht so viel. Was sehr schade ist, weil ich persönlich finde, die Therion-Karten ein sehr cooles Design-Element, wie die halt gestaltet sind. Aber im aktuellen Format sehen die einfach gar keinen Platz. Die nächste Karte, die aktuell keiner spielt, ist einmal Ecclesia. Und das ist tatsächlich relativ einfacher zu erklären. Erstmal ist Ecclesia schon eine Karte, die eine Weile draußen ist. Die wir bekommen 2020. Ist ja auch schon eine Weile her. Ne? Mittlerweile 3 Jahre, fast schon 4, wenn man es halt so sehen möchte. Die Karte selber ist halt richtig gut. Wenn ein Exile-Monster auf dem Feld liegt, können wir die Karte speziell beschwören. Dann können wir den Effekt auf dem Feld aktivieren, der uns sagt, okay, suche eine Dogmatica-Karte, was ein krasser Effekt ist. Meistens sucht die damit Fleur-de-Lis. Fleur-de-Lis hat die Fähigkeit, wenn ein Effektmonster auf dem Feld ist, können wir diese Karte speziell beschwören. Und dann können wir einen Monster-Effekt auf dem Spielfeld annullieren. Cooler bei Fleur-de-Lis ist halt, dass sie den Effekt quasi in der Hand ansagt und noch da aufgelöst wird. Das heißt, Effekte, die auf dem Feld was negieren, ist Bums, weil die Karte das in der Hand macht. Ecclesia hat aber die ganz kleine Downside, dass wir, nachdem wir den Effekt benutzt haben, von Ecclesia selber, wir nicht mehr ans Extra-Deck können. Und das ist ein bisschen kritisch. Das macht es auch bei vielen Decks. Heißt, ihr macht erst eure ganzen Plays und dann würdet ihr die ganzen Dogmatica-Sachen machen. Okay, schön und gut. Warum spielt das keiner? Da wieder, das ist eine Engine, die Platz braucht und Sachen, die ihr machen könnt, wenn ihr First geht, was wirklich echt gut ist, ne? Denn ihr könnt ja nicht nur First Elite suchen, ihr könnt auch diese Fallenkarte hier suchen, die aber manchmal auch mehr so ein zweischneidiges Schwert ist, denn mit der können wir auch in der nächsten Runde ganz extra Deck gehen, was auch ein bisschen kritisch ist. Es war für den Zeitpunkt, als die Karten rausgekommen sind, eine unglaublich gute Engine und Kartengruppe. Mittlerweile ist dieser eine Gate, den ihr kriegt, oder die eine Zerstörung, eine Doppelzerstörung mit der Fallenkarte, zwar gut, aber aktuell nicht gut genug. Und das finde ich persönlich auch wieder krass. Ähnlich wie es mit der Adventure war. Die Karten brauchen zu viel Platz. Eure Engine in eurem Deck einen deutlich besseren Job erfüllt, als supplementär diese Karten zu integrieren, die euch in diesen einen Geld mehr geben. Das könnt ihr in Decks machen, die halt in Heeren nicht so gut sind. Da hilft ihr auf jeden Fall ziemlich gut. Richtig guten Deck aktuell werdet ihr diese Engine nicht sehen. Was ich persönlich sehr schade finde, denn ich finde die Engine an sich optisch ziemlich cool. Ich mag die Idee hinter der Engine auch. Allerdings ist die für das aktuelle Format nicht mehr ganz so zeitgemäß. Die nächste Karte ist, wer hätte damit rechnen können, wieder eine Kartengruppe. Und das sind einmal Kaijus. Ich nehme jetzt mal hier Gamaseel als Kaiju raus, weil der ist ja am häufigsten gespielt wird, je nachdem. Warum sehen wir Kaijus aktuell nicht so viel? Es gibt aktuell nicht so viele Decks, die so auf einem Bossmonster enden. Ihr habt meistens so 2, 3. Und wenn wir ein Format haben, wo so 2, 3 Exile-Monster oder 2 Bossmonster auf dem Feld sind, ist ein Kaiju halt hilfreich, aber nicht gut genug. Denn wenn wir uns die aktuellen Top-Decks so angucken, ist ein Kaiju natürlich extrem gut gegen Poli, aber extrem beschissen gegen Rescue Ace, gegen Unchained, gegen Infernoble, gegen Manadium, da macht das nicht genug. Also ihr würdet dann überlegen, okay, ich spiele halt Lava Golem. Und selbst Lava Golem wird aktuell nicht so viel gespielt, weil das Format halt so divers auch ist, dass wir gar nicht entscheiden können, okay, ist die Karte halt wirklich gut genug? Da wird dann auf andere Karten rumgeswitcht, wie zum Beispiel halt Handtrips, die im aktuellen Format ein bisschen mehr gespielt werden. Und dadurch fallen halt so Karten wie die Kaijus so extrem runter. Die spielt halt aktuell kaum jemand. Einfach weil es andere Optionen gibt, die da in dem Fall besser funktionieren. Das war's schon mit den Karten, die aktuell keiner spielt. Wenn ihr mehr Karten habt, die keiner spielt, schreibt es mir in die Kommentare. Ich lese mir durch und dann seht ihr so ein Video nochmal von mir. Bis dann, haut rein. Ciao, Leute.